Tag zusammen. Wir wollen uns nun noch weiterführende Analysemöglichkeiten aus der sortierten Dauerlinie ansehen. Also schreib es mal auf, also sortierte Dauerlinien. Jetzt nicht nur zwingend Jahres, sondern natürlich dann auch kürzere oder andere Zeiträume. Erster Schritt soll sein, sich anzusehen, was passiert, wenn man jetzt die sortierte Jahresdauerlinie vergleicht, mal mit mittleren Monats- oder Tagesdauerlinien von Energieerzeugungseinheiten. Also hier machen wir jetzt Folgendes. Wir ziehen jetzt hier auf die X-Achse die Leistung, auf die Y-Achse, auf die Y-Achse die Leistung, auf die X-Achse die Zeit, wie wir das schon kennen. Und der erste Schritt soll nun sein, wenn man jetzt verschiedene Zeiträume miteinander vergleichen will und auch verschiedene Energieerzeugungseinheiten, muss man die Energie- und Zeitintervalle normieren. Das heißt, wir wollen jetzt sagen, dass die maximale Leistung, die normieren wir auf 1, sodass wir dann in der Lage sind, auch den Kraftwerkspark der Photovoltaik mit der Steinkohle zu vergleichen in Deutschland. Gut 50 Gigawatt Photovoltaik, ungefähr 25 Gigawatt Steinkohlekraftwerke, um die beiden Linien in einem Diagramm vergleichen zu können, diese sortierten Jahresdauerlinien zum Beispiel, normiert man die Leistung so, dass man einfach alle Werte entsprechend auf 1 normiert. Das heißt, 1 ist der maximale Wert. Entsprechend machen wir mit der Zeit. Also hier normieren wir das auf 1. Das heißt, wenn wir jetzt Stundenwert haben, zum Beispiel 24 Stunden, dividieren wir die Zeitintervalle, die Stundenwerte jeweils durch 24. Das heißt, also nach einer Stunde sind wir quasi ein 24. des Zeitintervalls vorangeschritten und können damit dann auch unterschiedliche Zeitintervalle miteinander vergleichen. Das wird also natürlich nicht eine Stunde hier, sondern hier sagen, das ist 1 und entsprechend dann hier, das ist 0,5 unseres Zeitintervalls. Das ist jetzt also die Idee, entsprechend hier bei der Leistung auch 0,5 der maximalen Leistung. Das ist jetzt also so die Idee, die wir haben. Und damit lassen sich also unterschiedliche Energiesysteme mit einer installierten Nennleistung vergleichen, aber auch unterschiedliche Zeitintervalle. Das macht man natürlich normalerweise auch mit Tabellenkalkulationsprogrammen, dass man jeden Zeitschritt nimmt. Und dann entsprechend durch die Zeitdauer, die Gesamtzeit dividiert, also 24 Stunden jetzt, wenn man Tagesintervalle hat, oder entsprechend bei Jahren dann halt durch 8760, dass man dann halt vier kleine Einzelschritte hat. Und der letzte Zeitschritt ist dann einfach, hat dann die Uhrzeit 1. Das ist also quasi die Normierung. Also hier schauen wir mal auf, das ist also die normierte Zeit. Und hier auf der Y-Achse haben wir dann die normierte Leistung. Bezogen auf die Spitzenleistung und die Höchstleistung, die auftreten kann. Und was man jetzt zum Beispiel machen kann, ist, man kann jetzt vergleichen, also wie sieht so eine typische Jahresdauerlinie aus, so eine sortierte Jahresdauerlinie, normiert bezüglich der Zeit und der Leistung. Da stellt man fest, ja typischerweise so ein Verlauf, also einen steilen Abfall und geht dann entsprechend flach hier runter. Das ist jetzt so eine typische Jahresdauerlinie, die wir sortieren. Alternativ kann man sich jetzt mittlere Tage angucken. Das heißt, was macht man? Man nimmt jetzt die Werte von 0 bis 1 Uhr nachts der 365 Tage und mittelt diesen Wert. Das gleiche macht man dann für den nächsten Schritt auch, also von 1 bis 2 Uhr alle 365 Leistungswerte, die zwischen 1 und 2 Uhr aufgetreten sind, normiert die und so weiter. Dass man daraus dann einen gemittelten Wert bekommt, was ist die mittlere Leistung nachts von 0 bis 1, die mittlere Leistung von 1 bis 2 und so weiter für die 24 Stunden eines Tages, gemittelt über ein Jahr. Wie sieht so eine Kurve aus, wenn man sich das mal anguckt? Die hat tatsächlich einen komplett anderen Verlauf als die Jahresdauerlinie. Also die ist deutlich flacher und hat dann ungefähr, ja, hier mal so aus der Hand, also einen deutlich flacheren Verlauf und landet dann hier. Das ist also die gemittelte Tagesdauerlinie.
Entsprechend das kann man jetzt auch noch für einen mittleren Monat machen, also auch da dann die Stundenwerte innerhalb eines Monats. Das heißt, man guckt sich an am 1. des Monats, also der 1. Januar, Februar, März und so weiter, von 0 Uhr bis 1 Uhr. Welche 12 Werte treten da auf? Auch die werden gemittelt. Dann 1. des Monats von 1 bis 2 Uhr und so weiter, dann bis zum 31. des Monats. Von 23 bis 24 Uhr, dann für die Monate, die entsprechend dann natürlich 31 Tage haben, wird das gemittelt, sodass ich dann für jede Stunde des Monats eine mittlere Leistung habe. Was tritt so auf? Dann kann man also saisonale Schwankungen so ein bisschen ausgleichen. Auch das lässt sich natürlich mit einem Tabellenkalkulationsprogramm am elegantesten lösen. Und man bekommt dann raus, ja, wie sieht denn so eine gemittelte Monatsdauerlinie aus. Wie sieht so ein typischer Monat aus? Auch das wollen wir sortieren und die liegt tatsächlich zwischen den beiden Dauerlinien. Das ist jetzt also die gemittelte Monatsdauerlinie. Das heißt, was fällt jetzt auf, wenn man sich also einen durchschnittlichen Tag ansieht und den vergleicht mit einem durchschnittlichen Jahr, da stellt man fest, also die Tageskurve hat also eine sehr breite Lastspitze, das heißt also die hohe Last liegt über einen sehr langen Zeitraum, also über mehrere Stunden. Diese Normierung bedeutet jetzt also 1 sind 24 Stunden, 0,5 sind dann nach 12 Stunden des Tages. Also ein flacher Verlauf mit einer entsprechend hohen Grundlast. Das ist so der typische Tag, den man beobachtet. Hingegen die Jahresdauerlinie, also die blaue Kurve, ne, das ist also 1, entspricht dann 8.760 Stunden. Wir haben es entsprechend normiert. Deswegen sind wir jetzt auch in der Lage, die drei Kurven in ein Diagramm zu zeichnen, weil wir die Zeit normiert haben. Man sieht also dann bei der sortierten Jahresdauerlinie, wir haben also ausdrücklich hohe und spitze Spitzenlastwert, also die Höchstleistung, das fällt sehr schnell ab, weil wir gar nicht so viele Stunden des Jahres mit einer hohen Leistung, also eine hohe Leistung anliegt, und dann einen langen Zeitraum mit einer geringen Grundlast. Also viele Stunden, über viele Stunden des Jahres haben wir entsprechend diese geringe Grundlast vorliegen. Und wie gesagt, die gemittelte Monatsdauerlinie in Rot dargestellt, liegt genau dazwischen. Bei der Analyse von sortierten Dauerlinien kann man sich noch einer mathematischen Hilfsfunktion bedienen, um diesen Verlauf zu beschreiben. Das wollen wir uns auch noch im letzten Schritt einmal ansehen. Also dazu zeichnen wir wieder hier unsere Leistung auf die Y-Achse. Wir haben die Zeit auf der X-Achse, betrachten natürlich wieder die normierten Werte. Also haben jetzt hier die normierte Zeit von 1, hier die normierte Zeit 0,5 entsprechend. Und bei der Leistung machen wir das auch, dass wir jetzt hier sagen, also das hier soll die normierte Leistung 1 sein, hier ist die normierte Leistung 0,5 und wir bekommen jetzt hier so einen Verlauf, dass wir also hier diesen Wert oder diese sortierte Jahresdauerlinie bekommen. Die ist nicht ganz perfekt, die sollte natürlich nur fallen und nicht nochmal ansteigen, war so ein bisschen hübscher. Na, nicht so einfach hier aus der hohlen Hand, machen wir es mal etwas entspannter. So, also das soll jetzt unsere sortierte Jahresdauerlinie sein. Und die Idee ist nun, dass wir diesen Verlauf dieser Dauerlinie mathematisch beschreiben wollen. Das geht über einen Potenzfunktionsansatz. Diese Funktion fällt, der Verlauf dieser sortierten Dauerlinie fällt ab. Und die Idee ist jetzt, können wir die Leistung unseres, die über diese Zeit jetzt abfällt, p von t nicht schreiben über den Ansatz, dass wir eine Konstante a plus b mal der Zeit hoch dem Exponenten lambda haben. Also über diese Funktion wollen wir nun
diesen Verlauf der sortierten Jahresdauerlinie beschreiben. Jetzt haben wir drei Unbekannte. A, dann den Faktor B und den Exponenten Lambda. Das heißt, wir brauchen jetzt auch drei Bestimmungsgleichungen, um diese drei Parameter zu bestimmen. Da müssen wir uns überlegen, was gilt dabei. Naja, also die erste Bedingung ist, denke ich, relativ einfach. Also für den Zeitpunkt t gleich 0, das heißt, wenn wir die sortierte Jahresdauerlinie haben, was muss dann gelten? Dann muss natürlich gelten, dass die Leistung p von t ist also dann gleich 1. Ne? Das ist klar hier vorne, also das ist quasi unser erster Grenzwert, dass die Funktion p an der Stelle t gleich 0, schauen wir hier rein. Also wenn t gleich 0 ist, ist die Funktion 1. Zweiten Grenzwert, den wir haben, wenn t gleich 1 ist, also wir hier hinten auf der rechten Seite sind, also am Ende unseres normierten Zeitintervalls, was gilt dann? Auch diesen Wert kennen wir, das ist ja quasi der niedrigste Wert, also p für t gleich 1. Das ist ja der kleinste Wert der Leistung, der auftritt, normiert. Bezeichnen wir den mit F0. Das heißt, das hier, dieser Wert hier, das ist F0. Das soll also die normierte minimale Leistung sein. Das heißt also der kleinste Wert der Leistung, der auftritt, dividiert durch die Spitzenleistung. Denn das ist ja unser Normierungsfaktor. So, dann haben wir schon mal zwei Gleichungen. Jetzt brauchen wir noch eine dritte Bestimmungsgleichung. Und die können wir dadurch erhalten, indem wir wissen, ja, die Fläche unter der Kurve, das ist ja die Energie. So ist es ja definiert. Das heißt, wenn wir das mal aufschreiben, also die Energie haben wir definiert als das Integral von 0 bis t, p von t dt. So ist es ja definiert. So, jetzt müssen wir aber diese Funktion hier normieren auf die Zeit. Also die läuft ja nicht von 0 bis t, also 8.760 Stunden bei Jahreswerten, sondern bis 1. Das heißt, was wir machen können, ist, wir können die ganze Gleichung einfach durch t dividieren. Das ist das Erste. Das heißt, was wir dann erhalten, ist also ein e durch t. Ich bereite das schon mal direkt vor. Das ist also das Integral von 0 bis 1 p von t dt. Und was wir auch noch machen, ist, wir dividieren natürlich das Ganze noch durch unsere Spitzenleistung pp. Das heißt, was wir machen ist, die Leistungswerte normieren wir auf die Spitzenleistung. Und wir hatten ja in unseren vorherigen Videos gesagt, dass die Spitzenlast, die Spitzenleistung, das heißt, der höchste auftretende Wert PP ist für Peak Power. Das heißt also, wenn wir das normieren, einmal auf diese Peak Power, das heißt, wir dividieren alle Werte durch die Spitzenleistung und wir dividieren die Zeitwerte, normieren die auf 1, bekommen wir diesen Wert hier. Und den haben wir definiert. Das ist der Belastungsfaktor. Abgekürzt hatten wir den mit FL. Und das ist also der dritte Parameter, den wir haben, und die dritte Bestimmungsgleichung. Also für t gleich 0 kennen wir den Wert, da ist nämlich die Spitzenleistung 1, so haben wir es jetzt ja normiert. Für t gleich 1, also am Ende unseres Zeitintervalls, entspricht das dem Wert F0, das ist also der kleinste Wert dividiert durch die Spitzenleistung PP. Und das dritte ist das Intervall oder das Integral unter dieser Kurve, das ist die Energie normiert auf die Spitzenleistung und auf das Zeitintervall. Und gerade das hatten wir definiert als FL. Das ist unser Belastungsfaktor. Also das hier ist der Belastungsfaktor. Das war ja gerade die Division der Energie dividiert durch das Zeitintervall und die Peak Power, also die Spitzenlast. Na, was man jetzt machen kann, ist, das will ich jetzt hier nicht vorführen, das ist hier eine ganz gute Rechenübung. Jetzt anhand dieser drei Nebenbedingungen, 1, 2 und der dritten Nebenbedingung hier unten, diese drei Parameter zu bestimmen. Ich will jetzt hier nur das Ergebnis angeben. Das heißt, was bekommen wir als Gleichung für unsere oder Annäherung für unsere Leistung? Das ist 1 minus, und das ist 1 minus F0 mal, und dann haben wir t hoch und dann der Exponent, das ist FL minus F0 dividiert durch 1 minus FL. Das heißt also, über diese Potenzfunktion können wir jetzt also unsere
Jahresdauerlinie bestimmen. Das sieht jetzt in dem Fall, jetzt ist das keine ideale Dauerlinie, aber wenn das mal hier so einzeichnen, müsste das ungefähr na, so einen Verlauf ergeben. Das wird jetzt hier, das jetzt hier die ungefähr so. Also das heißt, das ist jetzt unsere P von T. Dieser angenäherte Verlauf passt jetzt, wie gesagt, in dem Beispiel nicht ganz so perfekt. Aber damit ist man jetzt in der Lage, diese sortierte Jahresdauerlinie ganz gut wiederzugeben über einen mathematisch geschlossenen Ausdruck und kann nun damit Abschätzung durchführen. Das ist die sogenannte Herrlin-Gleichung. Zur Approximation von sortierten Jahresdauerlinien. Das macht man normalerweise natürlich über ein Tabellenkalkulationsprogramm, dass man also über diese Parameterbestimmung dann diese Gleichung hier ermittelt und sich ableiten lässt, sodass sich dann eine Möglichkeit ergibt, über diese Herrlin-Gleichung eine Approximation der sortierten Jahresdauerlinie zu erhalten.